krasse Viecher, ey. Naja, das ist halt das Problem, ne? Wenn du halt viele Sachen halt schon kennst, irgendwie. Denn überrascht dich halt in diesem Spiel nicht so viel. Ne? Ja, das aber richtig. Das war jetzt tatsächlich überraschend irgendwie. Das, wie immer haben es Hunde geschafft, mich in Resident Evil zu erschrecken. Genau wie Bianca. Hundis. Geil, hey, Hundis. Das war ein Hundi. Aus! Na schön. Ja, aber ja. Denn ich höre doch hier schon wieder jemanden. Sind die vor uns oder hinter uns oder wo sind sie? Die sind irgendwo eine Bombe oder so, ne? Okay. Ja, wahrscheinlich hier eine Stolperfalle. Schade, dass man sie danach nicht nochmal scharf machen kann. Irgendwie, das wäre cool. Ah, damn. Was sofort den Mann los? Ist nicht zum Essen? So. Ja, sorry, wenn ich jetzt halt hier nicht so wirklich auf den Chat heute eingehen kann. Irgendwie, aber dafür ist ja der großartige Benny bei uns. Wie, genau. Ich bedanke mich natürlich auch herzlichst für die rege Chat-Beteiligung. Naja, man sieht halt natürlich so aus dem peripheren Sichtfeld, dass da die ganze Zeit irgendwas rattert. Wie kommen wir denn jetzt zu der Kirche? Warte mal, ich kann da hinten langlaufen, ne? Oder? Probiert mal da lang. Ja, ja, ja. Schnubbidi-wupp. Schnubbidi-schnupp. Wenn ich jetzt hier hinten lang laufe, müsste ich doch da hinkommen. Meinst du? Eventuell. Es sei denn, hier liegt... Ah, guck mal. Ach, das, was du vorhin gesehen hattest mit... okay. Oh nein. Oh nein, nein, nein. Oh, oh Gott, Alter. Das ist... Oh nein, die Abwasserkanäle von diesem Drecksdorf, ey. Ah, hurra, hier kommt eine Erfrischung. Ein frischer Kaffee kommt reingeflogen. Back to the game. So, na, Stealthy ist ja auch Quatsch, wenn ich hier mit der Taschenlampe rumlaufe, oder? Ja, das macht, glaube ich, also ja, ne? Das ist irgendwie so ein bisschen nett gemeint, aber total daneben. Übrigens, Benni, wir waren gestern beim Kneipenquiz. Ja. Das war ziemlich krass irgendwie. Da waren Fragen bei, Alter. Die haben mich ganz schön... Die haben mich gekriegt. So, wir haben aber Gott sei Dank noch den dritten gemacht. Schön. Nee, den zweiten so, ja. Wir haben sogar den zweiten gemacht. Wieso? Wurde der zweite oder erste disqualifiziert? Wegen Googlen? Nee, na, das war natürlich so vor. You don't see me. You don't see me, you feel me from behind. Oh, da ist noch einer. Also wirklich knifflige Fragen. Irgendwie, da haben sie zum Beispiel, was weiß ich, du musstest das Songs, die rückwärts liefen, erraten. Oh, ein sterbender Schwan. Aber das müsste dir doch eigentlich so musikalisch, wie du bist, liegen, oder nicht? Ja, Songs, die rückwärts laufen. Also, das war schon... Wir sind noch drauf gekommen, irgendwie. Aber auch nur tatsächlich, weil die Stimme so markant war, irgendwie, dass das eigentlich nur das sein konnte. Aber so erkannt hat man es jetzt so vom reinen Hören nicht. Da habe ich mich wirklich blöd angestellt. Krass. Wo ich ein bisschen punkten konnte. Sieht er mich? Ich würde es mal probieren, mich hier rumzuschleichen. Bitte seh mich nicht, mein kleiner bärtiger Freund. Ich komme jetzt zu dir. Ich bin gleich bei dir. Ja, da sind wir flink. Nicht schlecht. Ich habe zum Beispiel, die haben Songs vorgespielt von einer finnischen Band, die normale Popsongs oder so Rocksongs halt auf Polka so ein bisschen gemacht haben mit finnischen Texten. Ja? Okay. Wo du halt nur ganz entfernt irgendwo eine Melodie erkannt hast. Ja. Und da konnte ich natürlich punkten, da ich sofort erkannt, Aqua, Barbie Girl, war ich sofort bei. Jetzt ernsthaft? Macht mir keiner was vor. Oh Gott. Ja, habe ich erkannt.
Das ist cool, zweimal auf dem Kiez mitgemacht. Siehst du, Melini hat auch schon mal sowas mitgemacht. Ich hab sowas noch nie mitgemacht. Das ist geil, das müssen wir mal machen, Benni. Das ist wirklich, das macht richtig Spaß irgendwie. Also es lebt tatsächlich auch wirklich davon irgendwie, dass der eine dit wies und der andere dit. Also da waren halt Sachen bei, da hab ich keinen Stich gesehen. Aber so Flaggen erkennen, bin ich raus. Irgendwie. Oh Gott, okay, Flaggen erkennen, ja. Also ob das jetzt, oder weiß einer von euch, wie die Flagge von der Dominikanischen Republik aussieht. Also ich hab's nicht gewusst. Also da war ich... Weiß ich nicht. Also ich würd tippen sowas wie gelb-grün irgendwas dazwischen, weil meistens haben die Länder solche Farben. Nee. Gar nicht, okay, gut. Oder rot oder so. Rot-blau. Tatsächlich nicht. Nee, na, wir hatten halt Flaggen und wir mussten mal drunter schreiben. Ne? Und wir lagen halt leider falsch. Ne? Irgendwie wurde... Wir lagen falsch, was soll ich sagen? Wir lagen falsch. So, wir sind in der Kirche. Open the gates to the church. Das Bild meintest du vorhin, ne? Melli? Ah, so. Oh, hier haben wir noch was zum kaputt machen. Oh, eine Schlange. Ach, Mistvieh. Gib mir dein Ei. Der Viper. Ach, können wir dann mit der Viper jetzt machen? Verkaufen? Im Original war es halt so, dass sie halt immer noch ein Ei da gelassen hat. Also ein Schlangenei, was du essen konntest, wie so ein Hühnerei. Aber eine Viper ist mir neu. Ja, nur noch ein Zufermund. Genau. Lieber Chat, ist euch eigentlich meine Spielweise zu langsam? Wünscht ihr euch schnelleren Progress? So mangt ihr ganz. Alter, was ist denn, warum denn überall Totenkörper? Was ist denn, was stimmt denn nicht mit den Leuten hier? Das ist Deko. Ja, das ist Ambient. Ambient, genau. Schön. Ja, wenn ihr euch eine etwas schnellere Vorangehensweise wünscht, dann schreibt es mal ruhig, dann würde ich mich ein bisschen mehr sputen hier irgendwie. So versuche ich immer noch so ein bisschen das Game erstmal so aufzusaugen und zu genießen. Nö. Okay. Okay. Also eine rückwärtige Gaumenspalte. Oh, schön. So, Chöre, irgendwas? Warte mal. Illuminados 4.9. Schlafselig und gedeihe, mein Kind. Wenn dein Körper deinen Kleidern entwächst, so werden deine Mutter dir neue nähen. Mit 7 Zentner Weizen und einem halben Stier pro Tag bist du deiner Krippe entwachsen. Gedeihe, mein Kind, um deiner Brüder und Schwestern willen, die es nicht mehr können. Haben die verfüttert? So, irgendwas, warte mal, irgendwas müssen wir uns hier wahrscheinlich, ist doch irgendwo... Hat ein Quietscher schon wieder so ein Figürchen? Nee, Figürchen nicht, aber ich würde eher sagen, irgendwie eine Laterne oder irgendein Schminkschmuck. Ich kann es doch nicht sehen. Ja, also ich kann generell nichts sehen. Wenn du schon nichts sehen kannst, dann ist bei mir sowieso duster. Was ist denn dein Gamma-Wert eingestellt, Benni? Ja, das ist ja von meinem MSI-Monitor. Ich kann es dir nicht sagen. Das ist hier mein Profil, warte. Vielleicht komme ich ja irgendwann dahin. Oh, ein Erste-Hilfe-Spray haben wir, wunderbar. So, okay. Nee, genauso finde ich das persönlich super. So ein bisschen wie ein Film. Wow, der Schädel, ja. Ich finde eine Spielgeschwindigkeit sehr angenehm. Nö, alle schick, super so. Okay, vielen Dank. Ist immer so ist auch wichtig für mich irgendwie, dass ich mal ein bisschen reflektieren kann. Nicht, dass ich denke, ey, jetzt kommt nochmal aus der Pusche da, ey. Die Frage ist nur, was quietscht hier? Ja, wär natürlich jetzt cool, wenn man jetzt eine Taschenlampe hätte, die man ausstatten könnte. Da oben! Hat er. Sein Kristallbart. Vorne dort? Nee. Und überall eingewickelte Köpfe. Oh, der Händler. Hallo, du hast aber... Ist aber schön hier bei dir. Oh, ist auch wirklich, sieht tatsächlich wirklich gerade ein bisschen schön aus hier mit dem... Die Färbung und so gefällt mir gut. Oh, was haben wir hier? Auftrag. Händler-Tipp. Die vernünftige Entscheidung. Hast du es satt, dass hier ständig die Munition ausgeht? Ja. Dann habe ich da was für dich. Den Bolzenwerfer. Du kannst verschossene Bolzen einsammeln und wiederverwenden. Besser kann man sein Geld gar nicht anlegen. Und vergiss nicht, dir auch die Rezeptur für Bolzen zuzulegen, damit du deine überzähligen Messer in, du ahnst es, Bolzen verwandeln kannst.
Verwende nie wieder einen Gedanken an eine Munition. Und das ist noch nicht alles. An den Bolzen kannst du Näherungsminen als Minenaufsatz anbringen. Alter! Und die Waffen so quasi zu Minenwerfer umfunktionieren. Schieße direkt auf einen Gegner und sie explodieren auf der Stelle. Schieß auf eine Oberfläche und sie werden zu Näherungsminen. Du verlierst die Bolzen, aber da ist es doch noch allemal wert. Alter! Das hört sich aber gar nicht so schlecht an. Das hört sich mal richtig gut an. Vor allem vorhin war der doch im Sonderangebot. Ist der mal im Sonderangebot? Ey, wir gucken mal. Du hast den Geruch des Kampfes an dir kleben. Ja, bin da vorhin in einen großen Haufen getreten. Willkommen! Wofür kann ich dich begeistern? Er ist immer noch im Sonderangebot. Wir haben jetzt aber leider keinen Platz mehr. Die Frage ist, kann ich denn hier... Warum probierst du nicht mal eine neue Waffe aus, Fremder? Haben wir hier Zugriff auf dieses Menü, auf dieses, wo wir zwischenbunkern können? Nee, ich glaube, das hast du nur bei der Schreibmaschine. Ah, damn. Aber hier vorne war eine Schreibmaschine, oder? Wie du meinst, Fremder. Aber hier speichert er da bloß, oder? Nee! Nee. Du kommst da auf die Aufbewahrungsbox. Badabam, badaboom. Das ist ja geil. Das ist doch mal... Das ist schön. So, ich würde mal die... Ja, was machen wir? Nehmen wir die raus, weil die nimmt viel Platz weg. Tatsächlich. Ja, also da muss man jetzt überlegen, ne? Weil nimmt zwar viel Platz weg, aber du hast mehrere Dinger im Magazin. Da hast du nur zwei Schuss und musst jedes Mal nachladen. Ja. Macht aber auch mehr Bums, in Anführungsstrichen, als die andere. Das ist richtig. Und ja, es ist die Frage, Platz... Aber da musst du halt zielsicher sein oder halt nicht so zielsicher, dafür mehr im Magazin. Dankeschön, Maus. Nein, werde mich dazu zwingen müssen, wahrscheinlich einfach ein bisschen präziser zu sein, indem ich jetzt einfach sage, ich packe die weg. Okay. Sage die verstauen und benutze nur die irgendwie. Naja, weil eine Shotgun ist schon wichtig, irgendwie. Ja, das ist richtig. Zwei Schuss Shotgun ist okay, finde ich persönlich. Also die Shotgun ist halt auch für mich nur das absolute Worst Case irgendwie, wenn ich halt wirklich komplett gerade wie mit den Hunden irgendwie in einer Situation, wo ich sage, so, oh krass, die so plötzlich da sind. Du darfst auch nicht vergessen, die Bolzen, also das Bolzengerät macht ja auch noch was, ne, also das hilft dir ja auch, aber wahrscheinlich eher so als Stealth-Ding. Ja, aber das Bolzenschussgerät, ich glaube, das Bolzenschussgerät holen wir uns, ne? Ja, wenn du daraus noch so Minen machen kannst und Bomben und sowas. Mega. Willkommen. So. Ich hab nur die Ich muss gerade sagen, ich hab hier gerade Bolognese von meiner Frau reingereicht bekommen zum Essen. Oh, Bolognese, schön. Krieg ich ohne was? Kommst du auch noch vorbei hier? Krieg und Finn. Grüße mal ins Lied von mir. Guck mal, die Viper können wir eine mittelgroße, ungewöhnlich gefleckte Schlange, die nach Entfernung der Giftdrüsen gefahrlos essbar ist. Ah, die können wir essen. Kann verzehrt werden, um Gesundheit wiederherzustellen. Ah, krass. Okay. Okay. Ist aber jetzt die Frage, nimmt die dann auch Platz im Koffer weg oder haben die einfach dabei? Ich glaube, so jetzt zwei oder drei waren es, war, oder Chat? Ich glaube zwei. Zwittinger. Ja, jetzt ist nämlich die Frage von wegen, brauchen wir das denn wirklich zwingend oder verkaufen wir es für einen Tausender? Schwierig. Verkaufen wir erstmal das. Danke. Und hier, der Bolzenwerfer ist im Angebot. Diese Waffekauf braucht nicht nur das nötige Kleingeld, es braucht. Aber eine Erweiterung für den Koffer kriegen wir noch nicht, ne? Nee, leider noch nicht. Schade. So, Rezeptur für Bolzen nehmen wir natürlich auch. Na dann, viel Spaß bei der Zubereitung. Bei der Zubereitung, schön. So, was können wir denn beim Bolzenwerfer? Tatsächlich, Angriffskraft. Wenn du auch nur den Hauch einer Chance haben willst, solltest du übers Tunen nachdenken. Magazingröße, Angriffskraft, verbessert die Angriffskraft und... Also, so wie ich ihn verstanden habe, ist es ja eine Stealth-Waffe. Das heißt, ich gehe davon aus, dass ein Schuss in einem guten Stealth-Modus tötet. Oder? Wenn wie würdest du das interpretieren? Bereich triffst, ja. Also würde ich jetzt erstmal ja nicht auf Angriffskraft gehen, sondern tatsächlich eher auf Magazingröße. Genau, weiß ich gar nicht, wie viel du jetzt wirklich drin hast, ob du immer nur einen jetzt drin hast und dadurch dann mehr... Nee, ich glaube drei. Also, weil ansonsten müsste ja... Also, ich weiß nicht. Ich glaube, er hat drei Bolzen drin, die du verschießen kannst. So würde ich das jetzt interpretieren. Ja, da steht ja auch drin, guck mal. Eine Geräuschschusswaffe, mit der sich Gegner leicht lahmlegen lassen.
Dann kannst du, ich lese mal vor, dann kannst du irgendwo kauen. Die Bolzen können eingesammelt und verliert werden. Die Bolzen können vor Abschuss mit einem Minenaufsatz verliert werden. Pipapo, Magazingröße 3. Genau. Ja. Okay, pass auf, ich lasse erstmal. Ich will erstmal sehen, wie die Waffe überhaupt so ist. Kann ja sein, dass sie ein totaler Scheiß ist. Und wir sagen so. So, Magazingröße haben wir hier. 6000. Würde ich auch gut finden. Nachladegeschwindigkeit ist immer so eine Sache, die finde ich so total. Ja, weiß ich nicht, muss man nicht haben irgendwie tatsächlich. Also es ist zwar immer cool, wenn du schnell nachladen kannst und die Feuerrate auch gut ist, aber sowas finde ich immer als allererste zu vernachlässigen irgendwie. Ich mach mal noch gar nichts. Komm jederzeit wieder. Ich mach mal noch gar nichts. So. Also, aber was wir machen, Schnellzugriff. Ach, guck mal an. Ach, das ist ja schön, das ist ja schön, das ist ja schön. Setzen wir die mal auf die 6. So, die Schlange nimmt tatsächlich 2 weg. Okay. Oh, und hier ist noch ein Auftrag, den wir machen können. Ein guter Freund ist schwerkrank und ich würde ihm gerne ein paar leckere Vipern servieren. Oh, bevor es mit ihm zu Ende geht. Während jemand gewillt, mir zu helfen, 3 Vipern verkaufen. Nicht spezifiziert. Na, dann haben wir doch quasi die Sache gerade mit der Viper geklärt. Frage ist nur, wo kriegen wir jetzt die Vipern her? Hallo, Fremder. Hallo? Kriegen wir die Vipern jetzt von hier vorne irgendwo, oder? Na, im Auftrag stand ja, ist ja kein spezieller Ort. Ich gehe mal davon aus, dass wir die irgendwo dann an Sachen finden und die dann erstmal sammeln müssen. Aber es gibt ja keinen Bereich, wo wir jetzt da irgendwie suchen können oder sowas. So, ach, hey. Der Friedhof. Ach. Ich würde tatsächlich erstmal nochmal probieren zu stealthen. Eine Kirche. Hättest du auch das muss ich Bolzengerät sein. Ausprobieren können? Na, ich hab bloß 3 Bolzen bis jetzt. Ja, aber kannst du doch wieder einsammeln. Wie hieß es doch? So, nee, warte mal, ist er nicht? Die 3. Die Frage war, ob ich jetzt überhaupt welche habe. Ja. Nein, Alter! Okay. Verstehe, mit Bolzen sind also quasi, ist eine Armbrust gemeint. Schlicht und ergreifende Armbrust. Ich dachte tatsächlich, es ist halt so eine Art Bolzenschussgerät irgendwie. Ja, das hast du gesehen, tatsächlich nicht so effektiv, wie eigentlich gedacht. Nee, der hat ihn ja nur zum Wanken gebracht. Rohstoffe. Ach ey, schön. Schön hier. So, wie sieht's? Okay. Es sieht doch erstmal, pellig mir doch erstmal ein Ei drauf. Da kenn ich gar nichts. So, bisschen Scharfschützenmunition ist auch eine gute Sache. Kann ich denn Bolzen? Achso, warte mal, aus was stelle ich denn die Bolzen her? Aus gewundenen Messern, hat er vorhin gesagt. Aber wie? Irgendwie, wenn ich jetzt einfach sage, herstellen. Ah, okay. Wollen wir das machen? Ja, würdest du die Messer sonst anders. Also ich meine, klar, das Messer würdest du anders verwenden, wenn deins kaputt geht. Mhm. Jetzt ist aber die Frage, was würdest du eher nutzen, das Messer oder eben halt ein Bolzengerät? Nee, muss ich gerade erstmal ein bisschen vom Bolzenschussgerät überredet werden hier, weil war gerade recht ernüchternd irgendwie.
zu sehen, dass er eben nicht sofort one-hittet, sondern erstmal, ja. Ja, du kannst halt quasi dich wahrscheinlich versuchen anzuschleichen, damit du halt auch so eine kurze Distanz hast, weil wenn du ihn im Kopf triffst, dann wankelt er ja. Dann kannst du ihn ja mit deinem Roundhouse-Kick wahrscheinlich töten oder so, oder weiß ich nicht. Aber One-Shot ist es auf jeden Fall nicht. Das ist irgendwie schon mal blöd. Ja. Also in Kombination mit den Minen bestimmt eine geile Kiste. Mhm. Ja. Aber so erstmal leicht ernüchternd. So, hier oben ist noch ein Rabe. Sprach der Rabe nimmer mehr. Ein schön schweres Tor. Verdammt. Kein Funk. Condor One an Basis. Die Kirche ist versiegelt. Und Baby Eagle? Negativ, noch nichts. Aber die Verriegelung hier ist nicht von schlechten Eltern. Verstehe. Ich kann mir sehr gut vorstellen, warum. Oh, sie ist hier. So viel ist sicher. Ich sehe, was sich tun lässt. Condor One, Ende. Ring mit roten Edelsteinen. Okay. Müssen wir irgendwas irgendwie... einen Funkunterbrecher finden oder irgendwas? Schauen wir uns mal kurz an. So, ja, okay, nee. Und das ist jetzt ein Verschluss, der ist jetzt so dolle oder was? Hä? Weiß nicht, sieht jetzt nicht so doll aus. Ist nicht von schlechten Eltern. Mhm. So, ich würde mich mal ganz kurz nochmal auf dem Friedhof umsehen. Und zwar da, wo die Grabsteine sind. Weil tatsächlich müssen wir uns, glaube ich, diese Sachen merken hier. Können wir das noch lesen? Nee, können wir nicht. Benni, kannst du dir mal bitte aufschreiben, wie diese Zeichen aussehen? So eine Art S. Warte. Ich traue dem nicht. Also, was hast du denn? So eine Art S, ja? Naja, halt hier so ein Futark-S. Achso, so ein Ding, okay. Ja, hab ich. So, den haben wir hier. Ne, so ein Doppel-T. Okay, sowas. Mhm. Und hier haben wir. Sag mal, Blüte sagt eine Art M. Goldene Schwalbe. McDonald's war hier! Hab ich. Sehr schön. Und hier haben wir nochmal eins. Okay. Nochmal so eine goldene Schwalbe. Nochmal so ein T. Oh, guck mal, eine Art V haben wir auch noch. Okay. So, wir können aber auch nicht tatsächlich lesen, was da drauf ist, ne? Irgendwie. Ach Gott. Ja, also mit der Frage, ob wir damit irgendwas interagieren müssen, da reinpacken müssen. Nee, tatsächlich war es im Original so, dass wir daraus eine Art Code entnehmen mussten. Okay. Für etwas, was wir jetzt hier gleich wahrscheinlich finden können. Ten, eventuell. Das müssen wir schauen. Wir gucken mal. So, aufgemacht das Ding. Schießpulver. So. Interessant. Auch anders als im Original. Schön. Und einen Auftrag finden wir hier. Grabschänder. Diese verräterischen Zwillinge verdienen es nicht, in Frieden zu ruhen. Denn sie haben sich dem bösen Kult angeschlossen. Kann nicht irgendjemand die Wappen auf ihren Grabstein zerstören? Auftrag. Die Wappen auf den Gräbern zerstören. Kirche. Zwei Spinell. Okay. Haben sie anscheinend ein bisschen anders jetzt gemacht als im Original. Eleganter Haarschmuck. Sehr schön. Ja, dann machen wir die mal kaputt. Aber jetzt alle oder wie? Na, die Zwillinge. Also wahrscheinlich alle, die doppelt waren. Oh, warte mal, hier kann man rein. Hallo? Hallo? Was haben wir denn hier? Oh, da ist doch hier unser kleiner Igel. Sperrt sie bis zur vereinbarten Zeit in der Kirche ein. Foto von Ashley. Ich bin wirklich gespannt, wie unsere kleine... Oh, warte mal, ich wollte es nochmal kurz drehen. Können wir drehen? Ja, aber ist nichts. Ich bin gespannt, wie die kleine Punkergöre aussieht. Ah, Schlüssel.
Schlüssel. So, wie meine Karte. Ein Störenfried von außerhalb wahrscheinlich ist nach Mädchen gekommen. Schließt in der Kirche. Wartet auf einen Befehl unseres Herrn. Versteht die Schlüssel in der Höhle. Der anderen Seite sehst. Die Kreatur wird sich das Eindringen annehmen. Der See. Hoffentlich wartet da nicht wieder irgendeine Überraschung. Spoiler-Alarm! Könnte. So, hier können wir in die Luke rennen. Ich würde trotzdem mal ganz kurz erstmal zu den Grabsteinen. Weil ich denke, dass wir durch die Luke eventuell in die Kirche reinkommen. MFG, unleserlich. So, die Pfeil durchschießen. Prophylaktisch alle kaputt machen. Ich mach alle kaputt, war, oder? Selber, oder? So, zack. Das ist gar kein Problem. Ich bin hier der super Grabschänder. Auch genannt Grabschänder Steve. Ist das ekelhaft, Alter. So, na, bei sowas ist natürlich jetzt der Bolzenschussgerät perfettamente. Ja, das stimmt. Wenn es mal wieder ein bisschen länger dauert. Dann wir da rum. Okay. Und das ist so interessant, wie da steht, G-Minen-Aufsatz an. Hm. Haben wir denn? Nee, haben wir natürlich noch nicht. So, ich glaube, wir haben alle, ne? Oder? Ich guck mal hier vorne nochmal um die Ecke, aber ich denke, wir müssten alle haben. Sieht gut aus. Kann man das irgendwo einsehen, tatsächlich, den Progress? Karte des Seeufers, Funkaufträge, hier, Aufträge, Grabschänder. 2 von 2, ja, haben wir. Cool. Okay, die eine Viper, die wir haben, achso, wir haben sie auch noch nicht verkauft. Genau. Ach Gott, dann müssen wir die ganze Zeit jetzt da diese Viper mitschleppen, ey. Hm. Ja, wir können sie wahrscheinlich schon verkaufen, wenn wir diese zählen, dass wir schon eine verkauft hätten. Das würde auch gehen. Meinst du? Wahrscheinlich. Na gut, denn hinein in die Luke. Kannst du ja wahrscheinlich auch nicht stacken, also ne, die Dinger. Das weiß ich nicht. Also, wäre cool, aber ich... Ja, die Eier kannst du ja auch nicht stacken. So, würde, ne. Das ist komisch, war Granaten jeden? Nee, Granaten jeden Uni. Nee, besteht. Genau. Nur Munition. So, ist wieder eine Mission für Sneaky Pete. Okay. Einfach das rausgekommen hier, schön. Oh, no, 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 Lago. Lago ist, glaube ich, der See, ne? Das ist schade. Kann nicht aus dem Hocken schießen. Brennt. Burn, motherfucker. Burn. The roof, is on fire. We don't need no mana, the motherfucker burn. Donde estás? Un forastero! Okay, cool. Oh, scheiße.
Nein, das nicht. Das war nicht gut gewählt. 6 war das, wa? Hinter mir? Oh. So schön. Haut ab. Oh, Alter. Hau ab. Ja, scheiße. Hat er jetzt meine erste Granate nicht gezählt, weil ich auf das Schild zugegriffen habe? Das ist ja blöd. Die saß da so gut. Das sah aber so aus, ja. Ja, so Granate geschmissen. Oh ne, ich kann nicht hinsehen. Das kann ich mir nicht ansehen.